Jojo und willkommen hier zu einer ersten Folge von einem neuen Spielmodus, der aber euch eigentlich gar nicht mal so fremd sein sollte. Der ist eigentlich fast genau dasselbe wie Master Builders, nur dass der viel, viel cooler ist und viel, viel mehr Themen hat. Und genau das hat nämlich bei Master Builders gefehlt. Oh, Gorilla, das ist aber sehr cool. Ein Gorilla wollte ich schon immer mal bauen. So, folgendes. Ihr werdet jetzt ein bisschen verwundert sein, weil ihr hier so total ins Geschehen geschmissen werdet. Und ich jetzt einfach total irre Zeug hier schon gerade laber. So, folgendes. Ich habe ja im vorletzten Video darüber geredet, dass ich ein Geburtstagsgeschenk bekomme von den Leuten von DustMC. Und das ist es. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Und wie ihr seht, hier gibt es eine ganz, ganz coole Arena mit so ganz vielen Pilzen. Dedicated to me. Und ja, das sieht verdammt cool aus, würde ich mal sagen. Und dieser Spielmodus ist quasi sowas wie Master Builders, nur dass es halt viel, viel mehr Themen gibt und einem extra Feature. Aber ich glaube, ich werde das jetzt erstmal nicht verraten. Ich werde das einfach mal in den nächsten Folgen ein bisschen zeigen. Und ja, das wird ziemlich cool. Denn ich habe natürlich jetzt hier so ein paar Admin-Features und das ist ziemlich cool. Finde ich verdammt cool, ehrlich gesagt, weil ich kann jetzt halt ein paar Dinge hier im Spiel beeinflussen, aber was das genau ist, da wollen wir nicht drüber reden. Und ich baue, glaube ich, hier gerade den absoluten Schrott, deswegen wartet mal eben. Lalala, machen wir doch mal hier so ein bisschen Bauch, so einen hängenden Bauch. Ich hatte nämlich gerade vorgehabt, so einen stehenden Gorilla zu machen, aber Gorillas sind ja eigentlich so Tiere, die auf ihren Fäusten laufen. Und das ist mir gerade beim Googlen bewusst geworden. So. Aber ich bin kein Cheater, weil ich darf das. Haha. So, dann schauen wir doch mal. Das hier sind dann die Beine und dann kommt hier, oh Gott, ich habe schon richtig viel Zeit verschwendet, einfach nur für diesen Kack hier. So. Dann hier, zack, 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 zack. Das müsste dann so der Bauch sein, würde ich mal behaupten. Hier, das ist dann der Butt. Der Booty. He has a nice booty. Und ich glaube, ich will ihm noch gleich noch einen sehr, sehr coolen Booty verpassen, wenn ich das noch schaffe. Ich will ihm nämlich so einen pinken Ass machen. Obwohl Gorillas das ja eigentlich, glaube ich, gar nicht haben. Aber ich denke mal, das verdeutlicht das noch so ein bisschen mehr, dass es ein Affe ist. Den anderen ist das doch eh egal. Das ist das Gorillas. Haben Gorillas einen pinken Hintern? So, hier, da, einmal die Fäuste. Auf den Boden. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. So. Oh Gott, die Füße von dem sehen einfach aus wie so Krähenfüße irgendwie. So. Es fehlt ihm noch das Gesicht. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. Hier, komm, schnell. Hier, das hier zu. Und dann hier irgendwie das Gesicht so hochziehen. Hier ist dann einmal so. Und dann kommen hier seine tiefschwarzen Augen. Mit seinen... Das hier sind seine Augen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und hier kommt dann halt das hier so rüber. Oh mein Gott, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Das könnte als cooler Gorilla rüberkommen. Na, ich glaube, ein pinker Hintern. Was haben wir da? Ach, Schwachsinn. Machen wir dem doch keinen pinken Popo. Ich mache jetzt nochmal eben schnell ein Foto von dem. Von dem Guten. So, einmal F1, F2. Und was auch in Zukunft kommen wird, ist nämlich so ein Multiplayer-Modus. Und die Themen sind dann halt auch in Deutsch, damit die Leute nicht so verwirrt sind bei den Themen. Weil manchmal ist es ja so, dass es in Englisch war und die Leute haben das dann irgendwie missverstanden. Die Leute können auch, glaube ich, mit den Themen abstimmen, soweit ich weiß. Ja. Das sieht mir eher weniger nach einem Gorilla. Schwanz von Rotpilz, Schwanz eines Gorillas. Alles klar. So, wer war das? So, jetzt kommt noch der lustige Affekt dazu. Affekt? Nein, was laber ich eigentlich? Dankeschön. So, das sieht aber nicht so sehr nach einem Gorilla aus, aber das sah ungefähr aus nach meiner Anfangsidee von einem Gorilla. Na, gehen wir mal ein... Naja. Naja, das war das erste Wort, was ich gesagt habe. Deine Einladung läuft in 60 Sekunden ab. Digga. Kannst du mal aufhören? Ja, das sieht irgendwie eher weniger nach einem Gorilla aus. Alter, kannst du... Affe mit Waffe. Ist der gerade hier drin? Ich kick dich gleich auch. Ich finde den ehrlich gesagt ganz cool. Deswegen gebe ich jetzt ein Gut. Ich will, dass Affe mit Waffe durch ist, damit ich den kicken kann. Das nervt nämlich ehrlich gesagt, dass du mich hier voll spammst mit deinen Einladungen. Alter Schwede.
Hat keiner was gebaut, eindeutig. So, gucken wir doch mal. Der Gorilla, was geht denn hier ab? Der ist doch irgendwie cool. Ich finde, der ist wirklich cool, weil der ist, ich glaube, das sollte, ist eigentlich eher so ein Panda, der gerade was frisst. Aber ich finde den wirklich cool. Deswegen gebe ich mal einen Perfekt. Ich finde den eigentlich sogar hübscher als meinen. Deswegen sind wir doch heute mal gut drauf und geben doch mal einen Perfekt, oder? Ja. Das ist kein Gorilla. Also vielleicht irgendein Affe mit Waffe, es reicht. Alter Schwede, ohne Witz. Sollen wir uns hier die Leute die ganze Zeit aus dem Spiel kicken oder was? Mein Gott. Oh mein Gott, der ist verdammt cool. Es ist zwar ein Pixel-Art, aber Leute, ich hoffe, es ist einfach nicht nachgebaut. Ich gebe einfach mal einen unglaublich, weil es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool. Cool, wirklich. Ich liebe das. Es ist wunderschön. Ich hoffe, es gewinnt. So, der ist doch schön, oder? Was sagt ihr zu meinem Gorilla? Hm? Der ist doch cool, wie er so auf seinen Fäusten steht. Ein Hund? Das ist kein Hund. Ich habe sogar Gorilla gegoogelt, weil ich ein mieser Cheater bin. Und da standen die auch alle auf den Fäusten. Naja, das ist unfertig. Aber ich glaube, das hätte cool werden können. Ich gebe aber trotzdem mal, naja. Ey, warum bist du so gemein, TBB? Erst schreibt der Hund, dann schreibt der Spardose. Sei doch mal ein bisschen freundlicher zu deinen Mitmenschen. Alles klar, Bruder, wer hat das gebaut? Dieses Symbol dürft ihr niemals zeigen. So. So. Nazi. Tschüss, mein Freund. Ja! Ich hätte mich eigentlich auch gefreut, hätte ich gewonnen, aber ja! Moment mal, wer ist da vor mir gewesen? Da war jemand besser? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was die gebaut haben. Naja, auf jeden Fall, ich finde, das ist ein sehr, sehr verdienter Sieg. GG, mein Freund. Es sieht sehr, sehr cool aus. Und ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. DustMC.de, ein sehr, sehr cooler Spielmodus. Ja, halt die ganzen Themen auf Deutsch. Ganz, 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 ganz viele neue Themen, weil bei Master Builders war es ja auch so, dass irgendwann mal die Themen ausgegangen sind. Und ja, sonst haben wir auch hier wieder die alte Lobby. Sieht alles sehr cool aus. Gibt es auch viele andere schöne Spielmodis. Ja, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüss.